Ja, hallo liebe Mercedes-Fans, wir sind heute am Nürburgring und versuchen den größten Autokorso der Welt zu schaffen. Dafür sind nicht nur Autos aus Deutschland angereist, sondern aus ganz verschiedenen Ländern. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Autos am Ende sein werden, ob wir die 219 knacken werden. Mercedes-Fans fahren neuen Weltrekord. Sterne am Ring, der längste Autokorso der Welt, fährt mit Stern. Mission erfüllt. 257 Mercedes-Fans haben am Samstag einen neuen Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde aufgestellt. Mit einer kompletten Runde über die Nordschleife des Nürburgrings gelang somit der längste Autokorso auf einer öffentlichen Straße. Insgesamt dürfen sich nun 257 Mercedes-Fans als Weltrekordler fühlen. Und das Gesamtbild war für den Betrachter nicht nur aufgrund der Anzahl sehenswert, sondern auch, weil vom alten Strich-8er bis zum brandaktuellen CLA 45 AMG eine breite Mischung klassischer und aktueller Mercedes-Benz die Rekordjagd in Angriff genommen hatte. Wobei Jagd die Sache nicht ganz trifft. Zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde bei besonnener Fahrweise hatten die Organisatoren gewünscht und die angereisten Mercedes-Fans, darunter Teilnehmer aus der Schweiz und den Niederlanden, haben sich erwartungsgemäß brav daran gehalten. Über Brünnchen, Wehrseifen, Wippermann, Hatzenbach oder Pflanzgarten wurde die gesamte Strecke gefahren. Jetzt warten alle Teilnehmer noch auf die offizielle Anerkennung von Guinness. Aber die Freude über den gelungenen Versuch war jetzt schon allen anzumerken. Insgesamt und vorbehaltlich der Zustimmung seitens der Redaktion des Guinness-Buches der Rekorde in London waren es heute 257 Mercedes-Benz. 257 Autos. Heißt das, dass es ein neuer Rekord ist? Wir haben unseren eigenen Rekord vom 15. Oktober 2011 auf dem Nürburgring. Da waren es 219, heute überboten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Redaktion von Guinness, Buch der Rekorde in London. Ja, es war ein neuer Weltrekord. Schöne Sterne, schöne Rennstrecke, schöne Veranstaltung.